getan. Bayern Carboni und dann Kovac, aber dann der Fehlpass und so Platz für den Konter der Salzburger. Carboni, kein Abseits von Lanten, in der Mitte Zickler, aber auch Jeschek von Lanten macht es aber alleine, scheitert, aber Zickler scheitert auch. Nächste Möglichkeit, Steinhöfer, und der trifft, erstes Tor für den Deutschen zum 2:0 in der 26. Minute. Markus Steinhöfer trifft, Alma angeschlagen. Aber die Entstehungsgeschichte natürlich, der Antritt zunächst von Atan, der allerdings den Fehlpass macht und dann der pfeilschnelle Konter. Carboni, kein Abseits auf von Lanten, der entscheidet sich nicht abzuspielen, war letztlich ein Fehler, weil er scheitert an Alma. Zicker trifft Cismadia, der trifft übrigens auch seinen eigenen Goalie, und Steinhöfer dann mit voller Wucht zum 2:0. Hat er natürlich dann Alma keine Möglichkeit mehr. Benajic mal ja nochmals dran, aber so das erste Tor für Steinhöfer in seiner Karriere bei Red Bull Salzburg. www.sport1.at, der schnellste Sport im Netz.